Zusammen. Ich heiße Sie alle ganz herzlich zur Pressekonferenz nach dem Spiel HC Erlangen gegen den TSV Hannover-Burgdorf. Willkommen zur Halbzeitstand ist 16:14 und am Ende unterliegt der HC Erlangen Hannover mit 31:35. Auf dem Podium begrüße ich die beiden Trainer, den Gästetrainer Christian Prokop und den Trainer des HC Erlangen, Michael Haas. Zudem darf ich den sportlichen Leiter des HC Erlangen willkommen heißen, Raul Alonso. Auch heute geht natürlich die erste Frage an die Gäste. Was ist Ihre Einschätzung zum Spiel? Und wie haben Sie es wahrgenommen? Ja, schönen guten Abend. Ist natürlich kein Geheimnis, dass unser Saisonstart nicht so gut, gerade von der Punkteausbeute, läuft oder gelaufen ist. Und deswegen sind wir natürlich überglücklich, dass wir mit einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit hier zwei Auswärtspunkte erzielen können. Ich denke, der Grundstein wurde, wie angesprochen, vor allen Dingen in der Emotionalität gelegt in der zweiten Halbzeit. Die Mannschaft war sehr spielfreudig unterwegs, sehr heiß, hat sich versucht, in der Abwehr mit mehr Engagement zu steigern und dann vor allen Dingen im Tempospiel leichtere Tore zu erzielen. Und zudem haben wir ein sehr diszipliniertes Angriffsspiel in der zweiten Halbzeit gezeigt, das Veit Mevers sehr gut geleitet hat, sodass wir das Spiel lange in der zweiten Halbzeit ausgeglichen gestalten können und dann in der Crunch-Time in Führung gehen. Ich bin sehr froh, dass wir die Punkte auf unsere Seite ziehen konnten. Das wird uns ja weiteres Selbstvertrauen geben. Vielen Dank. Hassan, wir haben heute eigentlich über lange Zeit ein sehr knappes Spiel gesehen. Woran hat es dann aber dann doch gelegen, dass sich Hannover vor allem gegen Ende der zweiten Halbzeit so deutlich durchsetzen konnte? Ja, guten Abend zusammen. Glückwunsch erstmal an Christian, seine Hannoveraner. Das war, glaube ich, dann am Ende verdient. Wir haben ein ganz, ganz, ganz enges Spiel gesehen, ging hin und her. Ich hatte aber das Gefühl, dass wir das Spiel im Grunde 45 Minuten lang ganz gut unter Kontrolle hatten. Wir haben in der ersten Halbzeit hinten sehr gut verteidigt, mit einem guten Clement Verlin dahinter. Vorne ganz gut kombiniert, gute Chancen rausgespielt. Simon Jepsen hat gut getroffen. Auch Toni Metzner hat das ordentlich gemacht. Ja, und dann geht das Spiel so hin und wir hatten Anfang zweiter Halbzeit, Mitte zweiter Halbzeit ganz klar die Nase vorn und hatten das Moment auf unserer Seite und hören dann vorne und hinten auf zu spielen und verlieren hinten einfache Zweikämpfe, kriegen im Rückzug schnelle Gegentore und verlieren dadurch komplett unsere Sicherheit. Und als Hannover das erste Mal in Führung geht, ist es dann unser Selbstverständnis komplett geschehen. Ich ärgere mich sehr über diese Niederlage, weil die einfach so für unseren Zustand gerade steht. Wir kommen nicht in die Gänge, wir kommen nicht in Schwung so richtig. Wir schaffen es nicht, aus positiven Erlebnissen aus dem letzten Spiel den Schwung mitzunehmen und jetzt hier über 60 Minuten ein gutes Spiel zu machen. Nach dem Spiel waren wir ratlos, was passiert ist, warum wir ab der 50. Minute so komplett einbrechen. Das soll uns eigentlich nicht passieren. Es sind Fehler passiert, die dürfen uns nicht passieren. Und 35 Tore sprechen, glaube ich, eine deutliche Sprache. Danke dir. Raul, hast du noch etwas Ergänzendes hinzuzufügen zum Spiel und worauf kommt es jetzt aber auch in den nächsten Wochen an? Ja, guten Abend zusammen. Zuerst Gratulation an Christian und seine Mannschaft für diesen Sieg, in der Gesamtsumme auch verdient. Wir sind heute maßlos enttäuscht über das Resultat und auch über die Art und Weise, wie wir uns in den letzten Minuten des Spiels präsentiert haben. Im Moment jetzt direkt nach Spielende etwas ratlos. Also es gibt keine plausible Erklärung, um das nachzuvollziehen, gerade weil es auch nicht zum ersten Mal passiert. Und das ist, was uns am meisten ärgert. Letztendlich müssen wir wieder diese Phase unter die Lupe nehmen und müssen uns wieder damit auseinandersetzen, was genau passiert ist. Und müssen natürlich auch an unserer Basis arbeiten. Das ist unsere Abwehrstärke, die ist auch nicht vorhanden gewesen heute. Das ist, glaube ich, die Basis für unseren Erfolg und daraus natürlich auch Sicherheit gewinnen. Ich muss auch trotzdem Dankeschön aussprechen an eine fantastische Kulisse, die uns da unterstützt hat über die 60 Minuten. Und leider haben wir nicht heute die Qualität gezeigt, um das wiederzugeben.